Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Vorzene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Wir sind zurück auf Vanilla mit dem Modus Operandi Sieb. Yes, Sir. Denn ich möchte mal wieder Nuke spielen. Und ich habe mir gedacht, oh komm, nimmst du mal den kleinen Mann mit der Lederjacke. Und dem mit der Strumpfhose über dem Kopf. wir spielen Sieb. Ja, ist ein cooler Commander für Nukes. Denn mit der aktiven Fähigkeit sind die schneller, right? Okay, 32% höhere Schubkraft. Ja, ja. Und das ist Bastis. Also, ja, der beschwert sich jetzt, dass ich. Es tut mir leid, Kriegseule, aber der Scattershot-Pick, der sitzt immer noch tief. Das ist so Bastis, die aktive Fähigkeit, dass die Nukes so schnell sind, dass die gegnerische Er geht auch direkt. Er ist ein guter Spieler. Er geht auch direkt für die Tech, die mich countern soll. Schauen wir mal, wie effektiv das sein wird. Dass die Anti-Air einfach umgangen wird, weil die Nukes einfach zu schnell sind und dann missen die sehr viel mehr. Und das ist ziemlich stark. Und da muss ich auch letztens erst wieder von aufs Maul kriegen. Das war keine schöne Erfahrung. Er geht auch direkt 6 Minen. Er weiß, er muss hier defensiv Economy spielen und dann im Late Game was rausbringen. Wenn ich es gut spiele und vielleicht eine gute Transition mache, kriegen wir das vielleicht gecountert. Schauen wir mal. Jetzt heißt es erstmal, hey ho, let's go, Schwarmraketenwerfer. Wir könnten eigentlich unser gesamtes Stahl verkaufen, wenn wir so richtig cocky sein wollten. Bin ich early. Machen wir aber nicht. Weil das wäre, glaube ich, eine Nummer too much. Das wäre, glaube ich, bei. Wisst ihr was? Was soll's? Na, das ist falsch. Wisst ihr was? Was soll's? Machen wir es einfach mal. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, das wird nicht gut enden. Aber egal. Spätestens, wenn er aktiver hat und sieht, dass da kein Metall ist. Ich muss es halt später irgendwann nachziehen, ne? Aber jetzt kann ich diese Strebe ja nicht ziehen oder was. Ich rasch komplett aus. Ja, ich lasse es jetzt einfach erstmal so. Soll auch so erstmal reichen. Auch wenn diese Vorlage da wirklich essentiell ist für die Stability Strat. Ja, klar. Er baut da jetzt natürlich Schutz. Aber das wird ihm nicht helfen, ne? Das wissen wir alle. Das wisst ihr so gut wie ich. Dass Schwarmraketen einfach bastet sind und wir deswegen einfach richtig schön da gleich reinhalten werden in seine Windturbinen. Ah, look at it. Einfach gone. Ein Windrädchen zwar nur, aber es ist trotzdem gone. So. Noch eine Windturbine. Da wollen wir rein. Da sitzt nämlich ein Sniper oder so. Oder eine Flak. Sehr interessanter Flakwinkel da an der Stelle. Oh, der gefällt mir wirklich sehr. Aber der ist natürlich nur für die Schwarmraketen da oben zuständig. Wir brauchen Smoke Launcher. Und sowieso wieder T1 Technologie. Energie sparen wir jetzt. Könnten eigentlich noch für Minigunner oder sowas gehen. Aber erstmal ein bisschen mehr Economy und das Fort ein bisschen stabilisieren. Während unsere Nuke baut. Minigunner sind, glaube ich, useless, ne? Er hat Flux, so. Da brauche ich erstmal nicht mit irgendwas anderem kommen. Ich brauche aber Smoke Launcher. Das wird hier wichtig sein. Was war das? 51, glaube ich, ungefähr. Sollte fast reichen. Da oben kommt eine Flak. Die sieht sehr interessant aus. Wir haben Energy, von daher gehen wir mal hierfür, ziehen hier Stahl nach. Den auch noch. Bereiten uns dann schon mal auf den T2 Tech-Switch vor, also zumindest den Platz sollten wir machen. Jetzt können wir auch die Strebe einziehen, weil wir genug Gewicht oben drauf bekommen haben. Ich habe leider nicht die Energy. Oder absolut keine Energy. Wo ist meine Energy? Die doch nachgeladen bis dahin, oder? Versuch mal, die Tiny Dota zu treffen. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. So, er weiß jetzt, was kommt. Smoke Launcher. Wir haben uns noch einen AP-Sniper.
Ich weiß halt nicht, was er hat, ne? Er kann halt jederzeit mit einer Waffe um die Ecke kommen und das wäre nicht so geil für uns. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen noch Energy. Dann würde ich sagen, painten wir. Geil, die kommt vielleicht durch. Sehr schönes Ding. Illegal frech. Aber nehmen wir. So, jetzt brauchen wir aber ein Schild für unseren Windturbinen, weil die möchte ich eigentlich weiterhin noch behalten. Nicht, dass da gleich ein Feuerlaser um die Ecke kommt oder so. Und wir das abgeben müssen. Hat er die manuell geschossen? Wahrscheinlich, ne? Das kann es nicht sein, ja. Okay. Da müssen wir uns mit EMPs behelfen. Die noch reinschallern müssen. Und gleich T2-Tech hinterher schallern. Holen wir uns die. Passt das? I guess. Er sieht sie eh. Ich brauche sie nicht verstecken, denke ich mal. Sehr schön. Eine Flak weniger. Den gleich wieder auf den Trench, wenn ich die Energy hätte. Sonst gehen wir erstmal für Energy. Da ist jetzt alles gedoubled dort. Er hat tatsächlich einen AP-Sniper am Start. Okay. Ich darf hier meinen Plan mit den EMPs nicht außer Acht lassen. Aber mit dem AP-Sniper ist das Ganze ein bisschen unangenehmer geworden. Sehr schön. Bisschen Damage. Sandsack. Jetzt haben wir auch aktive bereit, das ist auch ganz angenehm. Da sitzt nichts mehr drin. Wir werden da unten gleich ganz tief einfach einen Plasma-Laser anbringen. Einen Feuerlaser. Schauen, was das so wird oder ob das hier gerade kompletter End ist. Alrighty. Die konnte noch nicht schießen, sonst wäre sie wahrscheinlich exzellenter Bait gewesen. Aber I mean, so ist auch vollkommen in Ordnung, oder? Also das hat irgendwie funktioniert da. Die Nuke ist durchgekommen mit der aktiven Fähigkeit, genauso wie es geplant war. Das ist schon funny. Kinda hilarious. Da komme ich nirgendwo durch gerade. So, jetzt bin ich, glaube ich, eingegangen mit dem Sniper. Treff's nicht, das ist ja nicht zu fassen. Höh! Fußspuren. Eine Holzstrebe zu wenig platziert. Sehr gut zu wissen. Ja. Place mal Laser, ne? Sonst werden wir ja langfristig einfach keinen Druck im Game haben. So, wenn das da gleich mal fertig ist, dann da oben rein damit, würde ich sagen. Macht er gut.
Habe ich leider wieder meinen Sniper verloren, ne? Das ist natürlich beschämend. Habe ich mit. Ich brauche noch ein Metalllager. Gott, so noch eine Battery. Okay, alright. Sind die Granaten da oben dort? Man weiß es nicht, ne? So, let's go. Öffne! Wunderschön. Look at it. Oh Gott. Wie abgehoben kann man sein? Es tut mir so leid, Leute. Aber das musste ich, diesen Moment musste ich einfach kurz genießen, weil das war ja absolut busted. Holy moly. Gleich habe ich jede Tag am Start. Ah, die Flak da hinten habe ich vergessen gehabt. Alter, ist das Ding schnell. Guckt es euch an. Miau, brumm. Ibims 1 EMP-Geschoss. Verrückt. Schießt nicht. Interesting. Ist das da eine Reparaturstation oder was sitzt da actually? Man weiß es nicht, ne? EMP-Launcher, go, go, go. Komm. Energy, please. Thank you. Gott, dass dieses Fort hier hält und nicht in sich zusammenbricht. Das ist eigentlich ein Wunder, ne? Da bin ich early mit euch. Wir gehen hier, glaube ich, mal für ein bisschen Stability. Da fängt es nämlich jetzt schon an zu blinken. Ich meine, ich bin ja bekannt als jemand, der nicht so sehr auf Stability achtet, aber nach so einem schönen Hit möchte ich das Game nicht durch einen Selbstcrash verlieren. Junge, Alter. Ich lasse keinen Stein auf dem anderen. Sieb Gameplay it is. Er hat wirklich einfach nur versucht, okay, ich gehe jetzt hier defensiv. Aber nein. Du gehst nicht defensiv gegen Sieb. Ich gleich wird irgendwas kommen, was mich tötet. Ich bin early, ne? Das dann nicht kaputt machen am besten. Gern nicht kaputt machen, hier ein Schild einziehen, da nochmal ein bisschen Metall rein. Ich bin paranoid, aber aus gutem Grunde. Alter. Junge, Nukes. Was ist denn los mit euch? Warum schieße ich da tiefer? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann jetzt getrost für eine zweite Nuke noch gehen, actually. So, die Flak da endlich mal rausgenommen. Das ist, glaube ich, auch viel wert. Alter, guck das euch an. Boah, Alter, hätte! Er war durch. Karma! Sorry. Aber da hat doch schon was gesessen, so. Also, naja, gut. Ich sag's, wie es ist. Plasma Laser ist fertiggestellt. Let's go. Dass das nicht reicht, ist ein bisschen frech. Da ist nichts drin. Oder ich habe so hochgeschossen. Man weiß es nicht. In einem Battery hinter, da ist sie unkritisch. Ich würde am liebsten meinen Feuerlaser gar nicht duren. Ah, da sitzt eine Flak, ne? Da sitzt doch eine Flak. Aber tiefer. Okay, never mind. Hallo? Macht das Gerät überhaupt noch Schaden? Brauche ich jetzt hier noch einen zweiten Plasmalaser oder was? Schön vorm Kern. Damit es gleich richtig weh tut. Wenn da irgendwas um die Ecke kommt, was ich nicht vorhergesehen habe oder was ich jetzt nicht mit eingeplant habe. Gleich mal eine Kreissäge auch noch probieren. Wird, glaube ich, auch ganz angenehm werden. Die hätte ich schon viel früher einbinden sollen. So, das hat nicht so ganz funktioniert. Wir haben jetzt zwei Nukes. Das braucht eine Menge Energy, ne? Puh, okay. Dich mal hier auf 2, dich auf 3. So, du schießt ungefähr da so hin.
Ah, ich laser in den Smoke. Okay, war nicht so geil. Hätte besser laufen können. Ah, reißt noch nicht der Lachs. Hier fehlt noch eine Tür. Brauchen wir Kreissägen. Da passt einfach noch mal eine hin. Da passt aber keine Tür mehr hin, ne? Da passt auch keine mehr hin. Ich habe Angst, da höher zu bauen. So ist, glaube ich, okay. So, da einmal. Das reißt nicht! Das ist doch frech! Das kannst du ja keinem erzählen hier. Hör mal, hören Sie mal. Ich krieg's nicht durch. Ich krieg die Kombi nicht mehr durch. Ich habe alles an Anti-Air am Start, was geht. Und ich krieg die Kacke nicht durch. Das kannst du ja niemandem erzählen hier gerade. So, da darf ich nichts mehr reinbauen, ne? Ich muss halt irgendwo noch hin mit einer Battery im Best Case. Oh, ich habe einfach keinen Platz mehr. Es geht. Mein Board ist voll. Na, jetzt Platz mal hinterherkommt, ne? Wäre schon ganz schön yikes. Sehr schön, da ist was kaputt gegangen. Das war die aktive Fähigkeit, die mir gerade wieder Metall geklaut hat. Also Metall habe ich ja halt wirklich genug so. Das geht schon nicht mehr. Interesting. Sehr interesting. Scheiße. Da habe ich mich gerade irgendwie selber getroffen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Jetzt reicht die Energy nicht, weil er mir wieder geklaut hat. Und weil ich auch eine Windturbine verloren habe. Davon mal abgesehen. Wow, der Plasma-Laser hat echt gelitten. Krass. So, sehr schön. Das dürfte ihm jetzt den Lebenswillen genommen haben. Oh, der steht offen. Hallo. Ach, wie kann man denn so missen? Wie kann man so ein Dirty Enter sein? Wie kann man denn so missen? So, endlich. Der ist verbrannt, oder? Der ist nicht verbrannt. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz! War nur der MP-Launcher. Alles gut. Ruhig, Salzi, ruhig. Wäre das jetzt hier zusammengerissen, runtergefallen oder so? Ich wäre ja komplett ausgerastet. Das geht nicht. Das muss jetzt kaputt gehen. Das ist nicht in Ordnung. Heidewitzka! Was machen wir denn jetzt hier, hm? Kreissägen. Und dann nehmen wir das auseinander, dann gehen wir auf Mutter und dann sollte das Spiel ja aber vorbei sein. So, sehe ich ja gar nicht mehr ein. So, zu spät Türen eingezogen, mein Lieber. Ja, da kommen jetzt Kreissägen. Du brauchst gar nicht so tun, als würdest du Stahl einziehen wollen. Das ist 3, ne? Okay. Das sieht ganz weird aus. Not sure if... Ah, Manu. Nicht sicher, ob das so sein soll. Sehr schön. Energieproduktion genommen. Da unten nochmal rein. Bisschen Stress gemacht. Ich brauche mehr Batteries. Da muss jetzt eine Battery... EMP. Scheiß auf EMP. Ich brauche Batterien, um mehr Energie zu speichern. Ich weiß nicht, wohin damit... Wo soll ich sie denn parken? Ich glaube, ich ziehe hier noch was ein. Da kann noch eine rein. Hier kann keine rein. Ich könnte hier hinten noch welche hinpacken, ne? Meine Güte, ey.
Oh, meine schönen Windturbinen. Okay, da passt auch keine mehr rein. Ja, Tür ist eine Tür. Tür ist Tür. Habe ich gecheckt. Junge, 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 was ein Game hier. So, das haben wir. Das haben wir irgendwie nicht. Keinen Strom mehr dafür gehabt. Ich rasche komplett aus. Es tut mir so leid, Leute, aber also das ist ja ein Trauerspiel hier, was ihr sehen müsst so. Warum sollte denn da bitte eine jetzt passt es nicht mehr. Das Spiel macht mich fertig. Auf einmal passt da keine Kreissäge mehr hin. So. Jetzt brauche ich nur noch Energy. Verdammt. Keine Energie mehr. Ah. So, jetzt hier aber. Eins. Noch eine. Macht irgendwie gar keinen Schaden, lol. Ich brauche mehr Energie, das kann ich angehen. Das ist alles aus Metall da vorne im Kern. Das kannst du ja nicht, das kannst du ja im Traum nicht ausmalen. So, mein AB-Sniper und... Was noch? Eine Batterie, ne? Frechheit. Nein! Mein Plasma-Laser! Egal. Ich kann restocken. Eine ganze Menge verkaufen. Stuff, den ich nicht mehr brauche. Ah, das geht gar nicht gut aus. Ich kann gar nicht painten. Ja, sei ja. Oh mein Gott, das wäre fast der 10.000 IQ-Play gewesen. So, jetzt mach den da erstmal weg. Danke sehr. Dann werden wir hier neu aufbauen müssen. Ein Windpark. Sind hier unten Streben kaputt gegangen bei dem Zusammensturz? Most likely, ne? So. Es kann nicht wahr sein, dass ich das Game hier noch fast verliere. So, dann müssen wir uns wieder anstrengen. Ne? Hilft ja nichts. Der hat es doch tatsächlich wieder geschafft. Er hat's schon wieder geschafft, das abzuwehren. Ja, komm, okay. Dich grillen wir dann auch nochmal ab, weil es so schön ist. Dich auch. Nukes wieder rein da. Sehr schön, das sieht doch jetzt gut aus. Halleluja. Gott preise den Herrn. So dumm. Es tut mir so leid. Also Sieb ist echt strong, finde ich. Also hat sich echt stark angefühlt. Entschuldigung, Kriegsäule. Ich glaube, wir sind jetzt quitt.
Nach den Scattershot-Gameplays. Schaut bei Gebrochen und Salzig vorbei. Richtig cooles YouTube-Format, was ich aufgestellt habe. Aber nicht, also cooles Video, was ich produziert habe. Das wollte ich sagen. Müsst ihr unbedingt vorbeigucken. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch viel Spaß im Ranked und haut rein.